Nach F3, Brutale und Rivale präsentiert MV Agusta jetzt den nächsten Dreizylinder-Ableger, die MV Agusta Brutale 800 Dragster. Das überrascht ein wenig, wurde auf der EICMA in Mailand doch die Turismo Veloce als neuestes Modell präsentiert. Nun also zuerst die Dragster, oder besser gesagt eine Brutale mit Stummelheck, denn technisch sind die Unterschiede sehr gering. Aber natürlich gibt es dafür alles, was eine echte MV ausmacht. Ein rattenscharfes Design, den kräftigen, charakteristisch schmalenden Dreizylinder, brachiale Bremsen, ABS, Traktionskontrolle, Quickshifter und ein wieselflinkes Handling. Aber auch ein Motorrad für Könner, denn der rabiate Triple und das nervöse Fahrwerk verlangen viel Einsatz am Lenker. Wer sich darauf einlässt und beherzt am Kabel zieht, erntet aufregenden Fahrspaß und auch bewundernde Blicke vom Eiscafé, denn die neue Dragster ist ein Hingucker par excellence.